Und den anderen erzähle ich ein anderes Märchen. Liebe Kinder, habt ihr eigentlich schon mal von diesem Freihandelsabkommen gehört? Jetzt, während wir so lustig hier beisammensitzen, verhandeln Vertreter der Europäischen Union mit Vertretern der USA hinter verschlossenen Türen darüber, dass alle Gesetze für Handel und Wirtschaft in Amerika und Europa dieselben sein sollen. Mit anderen Worten, Leute, die wir nicht kennen, treffen sich an Orten, die wir nicht sehen, um Sachen zu besprechen, von denen wir nichts erfahren, damit sie Dinge beschließen, die wir nicht wollen. Bislang kanntet ihr das unter dem Begriff Lehrerkonferenz. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann ändern wir unsere Gesetze eben nicht. Das ist richtig. Aber dann will das Freihandelsabkommen dafür sorgen, dass wenn ein Unternehmen in einem anderen Land weniger Gewinn macht als bei sich zu Hause, weil dieses andere Land seine Gesetze nicht geändert hat und es dann noch Mindestlöhne gibt, Umweltschutzauflagen, Gewerbesteuern und Werbung mit Til Schweiger, dann soll das Unternehmen das Land dafür verklagen dürfen. Und mal unter uns, ein Land, in dem es Werbung mit Til Schweiger gibt, sollte man verklagen dürfen. Diese Klagen werden aber nicht vor ordentlichen Gerichten verhandelt, sondern vor geheimen Schiedsgerichten mit nur 3 Anwälten. Die spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Und wenn die sagen, dass ein Land einem Unternehmen den Verlust ersetzen muss, dann soll das Urteil bindend sein. Wenn du also noch eine Einnahmequelle suchst, werde Kondomhersteller und guck mal, ob der Vatikan sich weigert, dein Produkt zu verkaufen. Da fragt man sich natürlich, warum unsere Politiker da eigentlich mitmachen. Nun, das Freihandelsabkommen verspricht ein Wirtschaftswachstum von 0,5%. Stellt euch vor, Viagra macht Werbung mit dem Slogan, wir versprechen ein Wachstum von 0,5%. Na, das bringt doch Schwung in jede Ehe. Aber nicht nur das. Das Freihandelsabkommen bringt nicht nur ein Wachstum von 0,5%, sondern auch erst in 10 Jahren. Stellt euch vor, Viagra macht Werbung mit dem Slogan, wir versprechen ein Wachstum von 0,5% in 10 Jahren. Gut, zu jeder guten Ehe gehört auch Geduld. Für die Ehe von Angela Merkel scheint es jedenfalls zu reichen, denn die sagte, das Freihandelsabkommen ist ein Riesenschritt nach vorne, der uns auch neue Arbeitsplätze bringt. Man weiß zwar nicht, in welcher Realität sich unsere Bundeskanzlerin befindet, aber für sowas musste Christoph Daum mal eine Haarprobe abgeben. Denn das Blöde ist, es gibt bereits ein Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Und dazu liegen bereits Untersuchungsergebnisse vor. Die haben ergeben, eine enorme Zunahme von Klagen von Unternehmen gegen Staaten, keinen Abbau von Arbeitslosigkeit. Riesengewinne für Banken und Konzerne, aber keine Werbung mit Til Schweiger. Und wenn sie nicht gestorben sind, verhandeln sie noch morgen.